Und wir kommen zurück zu Let's Play Diablo 3 Season Hardcore Folge 17. Und ich schau mal nochmal rein. Wir haben einen besseren Bogen bekommen. Den lege ich doch gleich mal an. Und Edelsteine, irgendwas mit Au, Geschicklichkeit. Dann packen wir den da mal rein. Das Eckige muss ins Runde. Oberst der Saison. Oh, ein Gürtel. Der hat schon mehr. Ich lege den jetzt einfach mal an. Da können wir hier ausgleichen. Oh, die Schultern sind auch besser. Krass, was man hier jetzt findet. Ja, gut. Haben wir uns schon wesentlich verbessert. Und dann geht es direkt weiter. Vorher nochmal auf die schlaue Uhr gucken. Schon relativ lang schon wieder gemacht. In den letzten beiden Folgen waren echt lang. Und mal schauen, dass wir hier uns noch durchkämpfen. Ich werde jetzt ein bisschen kürzer mal machen, weil ich will nicht immer so lange Folgen machen. Das funktioniert bei mir immer relativ zügig, dass ich so lange Folgen mache. Jetzt gibt es wieder nämlich ein bisschen Story. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre Arbeit. Tötet sie! Ach, jetzt hat er nicht weitergesprochen. Das ist ja doof. War denn das jetzt? Bei den Quests war das, ne? Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und ich fürchte, ihre abergläubische Gewaltbereitschaft wird das ganze Gebiet ins Unheil stürzen. Als ich sie belauscht habe, erfuhr ich wenig, außer dass sie in ihren Gesängen immer wieder das Wort Magda wiederholen. Nun begebe ich mich nach Hause in Sicherheit, wo ich diese Sorgen vergessen kann. Anscheinend ist er echt weit rumgekommen. Schuss ist jetzt auch nicht so der. Das Geile, was ich haben will, ich bleib bei den Bollers und dem Donnerball. Schnellfeuer könnte sich auch mal wieder. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber ich bleib beim Schnellfeuer, weil er mir echt gut gefällt. Mehrfachschuss hat eine. Oh, reduziert die Kosten. Das ist gut, das mache ich. Nicht genau das, was ich gebraucht habe. Moin, Jungs! Mit dem Ritual beeilen. Magda wird bald hier sein. Fast geschafft. Piss dich, Junge! Wie ich mir dachte. Das Bruchstück ist hier. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ihr seid nicht die Besitzerin dieses Schwertes. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Ja, nieder mit euch. Nieder mit den Dämonen! Ihr Sechs, weg mit euch! Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Oh, das ging schnell. Ist hier unten noch irgendwas? Mit Ruhe oder so. Hier hinten geht's raus. Gut, dann nehmen wir uns mal das Bruchstück. Und dann verschwinden wir mal hier auf der Stelle. Und holen wir uns mal hier Felder des Elends. Weg. Und dann können wir eigentlich mit dem Stadtportal. Die Story weitermachen, aber vorher verhöke ich mal nochmal den ganzen Rotz hier. Ja,
Der Gürtel macht sogar mehr Schaden. Ja, das mache ich mal. So, und den Rest packen wir mal in die Truhe. So, wie viel Gold haben wir denn eigentlich? Können wir noch machen mal unseren Schmied, oh ja, unseren Schmied ein bisschen aufrüsten hier, ausbilden. Ja, komm rein da. Eisenerz. Eisenerz, so. Ist hier irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Nein, also mit den Streitkolben. Wie sieht es denn hier aus? Lattenharnisch. Ich mach den mal, um zu gucken, ob der besser ist. Ah. Alle drei Werte wären schon cool, wenn die besser wären. Ah, kacke. Einmal geht noch. Ah, der wäre wirklich schon besser. Mehr Schaden. Ah, am Ende natürlich das nehmen. Wieder ein legendäres Item weg. Aber meine. Lässt sich jetzt nicht ändern. Noch irgendwas Neues hinzubekommen? Nein, dann werten wir den Typen mal gleich mal nochmal auf. Nein! Ach, so einer. Warte, jetzt habe ich das nochmal gemacht. Ich wollte den Typen aufwerten. Alles muss weg! Oh, das Ding kennen wir schon. Nichts Neues. Na gut, dann verhökern wir das Zeug mal noch. Legendäres Item weg. Hat der Boni. Weiß auch nicht so geil, ehrlich gesagt. So. Pack mal den Schrott mal noch rein. Reicht es eigentlich noch irgendwie? Ja komm, die Truhe. Aber nochmal erweitern. Und dann sprechen wir mal mit den Leuten. Was hat Ramford sozusagen? Ach, der sagt gar nichts mehr. Der will nicht mehr mit uns reden. Schau an. Reden? Wir nichts mit uns zu tun haben. Wusstet ihr, dass Lea den Großteil der Welt bereist hat? Das kennen wir schon. Dann sprechen wir mit Deckard Cain. Das Schwertbruchstück habe ich. Aber eine Frau namens Magda hat gemeinsam mit ihren Lakaien versucht, es mir zu entreißen. Onkel Deckard. Das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Mein Training zahlt sich aus. Und Level up. Und wir können mit Deckard Cain sprechen. Die Herkunft des Zirkels. Magdas dunkler Zirkel ist ein Überbleibsel einer uralten Religion. Genannt die Religion der Dreieinigkeit. Sie verehrten die großen Übel als Götter. Widerwärtig. Aber die großen Übel sind seit 20 Jahren tot. Wen betet der Zirkel jetzt an? Es verbleiben noch die letzten beiden Übel. Asmodan und Belial. Und wenn einer von ihnen hinter dem dunklen Zirkel steckt, dann haben unsere Probleme gerade erst begonnen. Also die drei großen Übel waren dann wahrscheinlich Mephisto, Diablo und Baal. Das waren die drei, die ja in Diablo 2, glaube ich, gemeinsam eine Sache gemacht haben. So, sprechen wir mit dem Fremden, das Schwert. Dieses Fragment ist sehr alt und sehr mächtig. In der Tat, es fühlt sich vertraut an, obwohl der Rest noch immer unklar ist. Diese Waffe muss einem wahren Meister gehört haben. Wenn es das ist, was ich bin, dann hat mich meine Stärke zusammen mit meiner Erinnerung verlassen. Wenn Cain recht hat, dann wird das Schwert euch beides zurückbringen. Mit Lea können wir auch gleich noch sprechen. Magda hat etwas Merkwürdiges über das nächste Bruchstück gesagt. Sie glaubt, es ist dort gefallen, wo nur die Urahnen willkommen sind. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea,
Dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Okay. Die Nephalem, die ja, glaube ich, die Kinder der Engel und Dämonen sind. Es gab ja ein paar Engel, die sich mit den Dämonen gepaart haben. Und dadurch sind dann, glaube ich, die Nephalem entstanden. Oder sind das Engel gewesen, die mit Menschen sich gepaart haben? Ich weiß es gar nicht, aber so irgendwie so in dem Mischmasch war das. So, können wir mit ihm noch mehr reden? Nein. Wie hat er noch angezeigt? Jetzt, da die Toten vertrieben und Kane wieder in der Stadt ist, hoffe ich, dass sich die Lage bessert. Was einst eins war... Ja, das kennen wir alles schon. Er fühlt sich nicht richtig an, in Onkel Deckards Räumen zu sein, wenn er nicht da ist. Ach, Quatsch nicht. Wird schon alles gut gehen. Lea, guck mal gleich weg. Ich habe gehört, dass die Ziegenmenschen die Hügel heruntergekommen sind und alles töten, was sie zwischen die Klauen, Hufe bekommen. Wir hätten sie alle umbringen sollen, als wir Gelegenheit dazu hatten. Junge, Junge, ist der drauf? Ich habe beschlossen, eine epische Ballade über den Tod des Skelettkönigs zu schreiben. Dieser Templer, den ihr in die Stadt gebracht habt, okay, mag den meisten verschlossen. Das ist mein Zimmer. Gefällt es euch? Was? Ihr habt nicht wirklich vor, mein Tagebuch zu lesen, oder? doch. Onkel Deckard glaubt, dass wir die Erinnerungen des Fremden nur zurückbringen können, indem wir sein Schwert wieder zusammensetzen. Ich wünschte, das wäre nur eine weitere von den verrückten Theorien meines Onkels. Aber ich kann nicht abstreiten, dass mir diese ominösen Ereignisse langsam wirklich Angst einjagen. Okay, guck gerade hier nochmal rein, Staffelverladen Update. Ach, langweilig. Langweilig, Mehrfachschuss Splitterpfeil. Ach, die Fähigkeit gibt's auch an Heroes of the Storm, die ist nur verbunden mit dem Mehrfachschuss. Aha. Aber ich glaube bei einem Mehrfachschuss, gerade weil der jetzt die Rune hat und günstiger ist. Und wir haben eine passive Verfolgungsjagd. Na, das ist langweilig. Das ist langweilig. Ich guck mal wieder auf die schlaue Uhr. Es ist wieder Zeit, bald Feierabend zu machen. Wir haben ja hier so gut wie alles gemacht, aber mit einer Person will ich noch reden, und zwar mit meinem... Die Angriffe werden zwar spärlicher, aber diese Stadt ist verloren. Und das weißt du auch. Wenn wir gemeinsam gehen, schaffen wir... Wo ist denn hier der Optimist? Der hier, oder? Mir gefällt nicht, was sich hier abspielt. Zu viele neue Gesichter. Naja, der hat noch nichts auf dem neuen Lager Neues. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz rein, wo wir als nächstes hingehen. Und zwar zu den Feldern des Elends müssen wir. Da nach oben. Haben wir jetzt schon hier alles aufgedeckt? Sollte es jetzt nicht so schwierig sein. Oh, eine Quest. Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Sie werden uns nicht kriegen! Ja, die waren mal echt schnell tot. Diesmal kommt ihr uns nicht davon! Junge, verpiss dich!
Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Nett. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Wir haben eine Armbrust. Och nein, ist das eine seltene Handarmbrust? Shit! Ja, dann warte ich lieber, bis ich eine neue habe. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider, leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weist den Weg. So ein Moment. Schuft! Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben, darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Naja, leider kann ich mich nicht entscheiden. So, oh. Da wären wir. Aber ich würde sagen, was der Schuft uns sagen will, das sehen wir einfach in der nächsten Folge, denn ich bin schon wieder viel zu lange gemacht. Ich mache hier meinen Cut und dann geht's weiter mit der Geschichte und ein paar neue Dungeons, neue Items und so weiter und so fort und den Weg auf Stufe 30. Also, bis dahin, ciao!